hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du dir mein aktuelles Video anschaust. Wie du sehen kannst, befinde ich mich heute wieder mal in meinem schönen kleinen Homeoffice und ich möchte ein spezielles Video diesmal bringen, in dem ich über eine hochinteressante neue Entdeckung berichten möchte. Und zwar, es geht um die brandneue DJI Mini 2. Tja, wenn ihr euch jetzt wundert, was das sein soll und ihr davon noch nichts gehört habt, das liegt ganz einfach daran, dass DJI noch gar keine Meldung zu dieser neuen weiterentwickelten Drohne rausgegeben hat. Und wie kommt es dann, dass wir überhaupt davon erfahren konnten? Ja, das liegt an einem YouTuber aus den USA, aus Kalifornien genauer gesagt. Und dieser Kollege hat es halt tatsächlich fertig gebracht, im Best Buy, bei ihm im Heimatort, reinzugehen und dort eine dieser neuen Drohnen zu kaufen. Er ist also in seinem Video, ich verlinke euch auch mal den Kanal von ihm, dass ihr das Video dort im Original schauen könnt. Da ist halt am Anfang ist nicht allzu viel zu sehen, da ist nur sein Gesicht wird gezeigt und da hat er erhebliche Tonprobleme. Das heißt, es ist überhaupt gar kein Ton vorhanden an dieser Stelle und da müsst ihr halt ein bisschen vorspulen. Ich glaube, das ist ungefähr bei Minute, bei 21 Sekunden. Also gebt nicht gleich auf, weil es nur das Bild mit seinem Gesicht kommt und noch kein Ton dabei. Da müsst ihr dann ein bisschen Geduld zeigen. Und dann als nächstes wird halt Best Buy gezeigt und wie er dort hineingeht und direkt zu den Auslagen mit den DJI-Produkten. Und dort tatsächlich die Mini 2 vorfindet in der Auslage. Er holt dann einen der Clerks, einen der Mitarbeiter, der auch den kleinen Schrank öffnet für ihn. Und dann geht es ab zur Kasse und er bezahlt seine $599. Das ist auch wichtig zu merken. Und dann geht er damit raus und zeigt sich in bester Verbrechermanier, wie er halt die Mini 2 in Sicherheit bringt, aus dem Best Buy. Ja, ich mach das mal ein bisschen leiser. So. Das hat er schon ganz schön gemacht, also Respekt, das ist ein interessantes Video geworden. Dann geht er damit nach Hause und es ist noch dazu zu sagen, dass sein Kanal nennt sich Our Beautific World und er hatte, bevor er dieses Video veröffentlicht hatte, nur 45 Abonnenten und jetzt mittlerweile, das Video ist einen Tag draußen, in dem Moment, wo ich dieses Video hier mache, da ist er schon gestiegen auf 640 Abos. Also es läuft ganz gut für ihn. Das Video hat auch schon, heute hat es schon 60.000 Views, was natürlich auch ganz, ganz beachtlich ist. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen weiter schauen. Wie gesagt, er hat die neue Mavic Mini 2 nach Hause gebracht und wird dann jetzt mal ein Unboxing machen, direkt vor der Kamera, mit einer Drohne, die es so eigentlich noch gar nicht geben kann, da sie noch nicht angekündigt wurde von DJI. Ja, und das ist dann sehr interessant. In der ersten Einstellung zeigt er dann die Spezifikationen der neuen Mini 2 und dabei fällt vor allen Dingen auf, dass sie halt die 249 Gramm Grenze weiterhin einhält, so wie die Mini 1 auch, und dass sich die Flugzeit der neuen Batterie auf 31 Minuten verlängert hat. Dann hat sie jetzt an Bord OcuSync 2, das neue System, was auch in der Mavic Air 2 verbaut ist, so dass man, hier steht es zumindest so, 10 Kilometer damit fliegen kann. Dann soll sie einen Level 5 Windwiderstand eingebaut haben. Das bedeutet, dass man halt doch, nicht gerade im Sturm, aber bei etwas größeren Windverhältnissen, bei etwas mehr vorherrschendem Wind, trotzdem noch relativ ruhige Aufnahmen machen kann. Das war ja immer einer der größten Schwachpunkte der sehr leichten Mini. Mavic Mini, dass sie halt schnell vom Wind mal davongetragen wurde. Ja, was haben wir noch?
Ja, 3-Achsen-Gimbal ist ganz klar. 4K-Video jetzt. Das ist eine schöne Steigerung. Es ist anscheinend dieselbe Kamera verbaut wie in der Mini 1. Jedoch kommt nun dazu, dass man halt auch auf 4K damit aufnehmen kann. Wie viel Frames ist jetzt noch nicht wirklich bekannt. Es sollen angeblich sogar Aufnahmen von 4K mit bis zu 60 Frames pro Sekunde möglich sein. Das wäre dann natürlich schon heranreichend an unsere Mavic Air 2, was schon eine erhebliche Steigerung für die kleine Mini wäre. Müssen wir abwarten. Was haben wir noch? Ja, dann hat halt einige Funktionen da auch noch mit integriert, wie Panorama, Quickshots und One-Tap-Videos. Also so nette kleine Spielereien, die dann in der App umgesetzt werden. Zur App ist auch noch ganz interessant zu sagen, die ist noch gar nicht angepasst auf diese neue Mini, auf die Mavic Mini 2. Das heißt, der gute Mann konnte, nachdem er diesen glücklichen Kauf getätigt hat bei Best Buy, zwar das alles auspacken und sich schön anschauen, nur leider war er nicht in der Lage, das Fluggerät auch zu starten. So, dann schauen wir mal eben weiter. Wie gesagt, die gesamte Aufmachung dieses Videos wirkt richtig gut. Also die Box, dieses Kombo-Paket der Mavic Mini 2 oder Mini 2, wie sie jetzt nur noch heißt, das kann man nicht so leicht fegen. Ich denke, da würde ein riesiger Aufwand zugehören, um diese Original-DJI-Ausstattung, die Box und die Bedienungsanleitung, natürlich auch die Hardware dann so entsprechend zu faken, um halt dieses Gerücht auf die Welt zu bringen, dass die Mavic Mini 2 kommt. Mini 2, das würde sich einfach für so einen kleinen YouTuber schon mal überhaupt nicht lohnen. Ja, es kann natürlich sein, es gibt das Gerücht, dass eventuell doch Best Buy dahinter steckt und dass es ein Promo-Gag sein könnte, um halt die Leute in die Best Buy-Läden zu locken. Das ist auf den ersten Blick natürlich wäre das ein sehr geniales Konzept. Nur was dem entgegensprechen würde, ist natürlich, dass sie sich damit mit DJI ziemlich anlegen würden und DJI sehr verärgern würden, sodass das kaum vorstellbar ist, dass sie sich diesen guten und beliebten Lieferanten dadurch vergraulen würden. Das ist meine Meinung. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen weiterschauen in dem Video. Wie gesagt, er liest dann die ganzen Spezifikationen vor und dann geht es tatsächlich an das wirkliche Unboxing. Er öffnet den Karton, der wie gesagt absolut nach DJI aussieht, holt die Tasche raus, die übrigens auch bei der Mavic Air 2 mit im Lieferumfang beim Kombo-Paket mit dabei ist. Also alles absolut original. Der Controller ist dabei, der original Mavic Air 2 Controller. Er ist ein bisschen verändert worden. Ein Button wurde geändert auf dem neuen Controller, der Mini. Ja. Und dann öffnet er die Halterung der neuen Mini 2. Schaut sich auch mal den Akku dabei an. Das Interessante ist halt auch, dass tatsächlich nur noch Mini 2 drauf steht. DJI verfolgt da jetzt eine komplett neue Namenspolitik. Dazu erzähle ich euch dann gleich noch ein bisschen mehr. Ja, dann zeigt er die alte Fernbedienung der Mini 1. Die halt das Problem hatte, dass das Telefon unten eingeklemmt wurde und somit man teilweise die Sicht verdeckt hatte. Das war nicht so optimal gelöst. Und beim neuen Controller, der auch bei der Mavic Air 2 mit dabei ist, wird es halt oben angesetzt, was viel praktischer ist. Und das Tolle ist halt bei dem neuen Controller, dass er praktisch wie eine Powerbank fungiert. Er lädt das Telefon während des Fliegens. Das ist also eine tolle Sache, die ist sehr leistungsfähig und reicht für mehrere Flüge hintereinander auf jeden Fall aus. Ja, der Controller halt nochmal im Detail, die einzelnen Rädchen, es gibt wie gesagt nicht allzu viele Veränderungen. Das Einzige, was einem wirklich ins Auge fällt, ist dieser eine Knopf, dieser eine Button, der dann halt zusätzlich zum Return to Home, zu der Return to Home Funktion noch eine Pause-Taste mit drauf bekommen hat, also eine Doppelfunktion in dem Fall. Ja, wir schauen, was wir noch bekommen. Dann hat er den Quickstart Guide in der Hand und die Warranty, die Garantiekarten. Das sieht sehr nach DJI aus. Das ist
komplett das DJI-Design. Dann hat er die Ladeschale des Combo-Pakets für drei Akkus der Mini 2, die ich glaube wieder hintereinander geladen werden können, da gehe ich von aus. Netzadapter, ja, die Kabel natürlich, die AC-Kabel, dann ein USB-C-Kabel. Die neue Mini 2 wird einen USB-C-Anschluss haben, auch eine schöne Erweiterung. Ja, und dann gibt es noch einige Detailbilder direkt von der Kamera, von der neuen 4K-Kamera. Dann ein Vergleich der Akkus von 1 und 2, Mini 1 und 2. Und dann ist er tatsächlich draußen und hat die Mini 2 angeworfen und die App geladen, die uns allseits bekannte App. Und es wird aber keine Verbindung hergestellt, da die App noch nicht angepasst wurde offiziell auf die neue Mini 2. Also da hat er in dem Fall ein bisschen Pech gehabt. Und dann zeigt er noch einige Flugaufnahmen, die mit der Mini 1 gemacht worden sein müssen. Denn das ist ja die einzige Drohne, die er da vor Ort zur Verfügung hat. Ja, in den Aufnahmen hat mir auch der liebe Sven geschrieben, sind Jello zu sehen, und er wunderte sich sehr darüber, weil er meinte, dass die neue Mini 2 dann auch qualitativ nicht so gut sein wird. Und dann musste ich ihn erstmal darüber aufklären, dass es sich bei diesen Aufnahmen natürlich um die Mini 1 handelte. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Wie gesagt, viel zu viel Arbeit für ein Fake, das wird original sein, das wird echt sein. Und wie kann es denn kommen, dass Best Buy tatsächlich schon diese neue Drohne in ihren Beständen hat und wohl mehr oder weniger aus Versehen direkt in die Aussage gepackt hat? Und dann kommt noch dazu, dass auch tatsächlich diesem Kunden dieses Paket verkauft wurde. Weitere Kunden haben versucht, natürlich nachdem dieses Video online gegangen ist, bei Best Buy auch eine Mini 2 zu erwerben, dieses Combo-Paket. Und einigen ist es auch tatsächlich gelungen, dann diese in der Auslage zu finden. Ich blende euch hier mal ein kleines Foto, da war die Mini 2, das Paket, das war eingesperrt in einem Käfig. Nur leider muss ich mittlerweile auch bei Best Buy rumgesprochen haben, dass halt dieser kleine Fehler passiert ist. Und dann kam sicherlich eine Direktive an alle Filialen, dass doch bitte die Pakete nicht mehr an Kunden verkauft werden sollen. Ja, und so hatten viele Kunden, die dann später nach Best Buy gelaufen sind, um die Mavic Mini 2 zu erwerben, dann das Pech, dass sie sich zwar teilweise, wenn sie gefunden haben, anschauen konnten, das Paket, aber halt, es wurde nicht mehr verkauft. Ja, und wie kann es kommen, dass Best Buy halt jetzt schon die Mini 2 vorrätig hat, obwohl es noch gar keine Ankündigung, keine offizielle Ankündigung seitens DJI gegeben hat? Das liegt einfach an der Vorlaufzeit, wie diese Läden beliefert werden. Denn die Mini 2 wird sicherlich in Kürze vorgestellt, sodass sie dann rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft gekauft werden kann. Und dann können die Kunden tatsächlich direkt in die Best Buy Läden gehen und die Mavic Mini 2 dann dort rausholen. Das ist der Gedanke dahinter. Ja, das war dann also mein kleiner Spezialreport hier über die neue Mini 2, die halt nicht mehr den Namen Mavic trägt. Dazu ist vielleicht noch zu sagen, dass DJI halt, wie vorher schon angesprochen, die Namen ändert bei der ganzen Produktlinie. So heißt das Osmo Mobile jetzt nicht mehr Osmo Mobile, sondern OM4. Die Osmo Pocket heißt auch nicht mehr so. Das wurde auch geändert auf Pocket 2, DJI Pocket 2. Und halt auch jetzt bei der neuen Mavic Mini 2, die dann nur noch den Namen trägt, Mini 2, DJI Mini 2. Ja, und was kommt als nächstes? Vorstellbar wäre zum Beispiel, dass die Mavic Pro auch einen Teil ihres Namens verliert und dann in der dritten Auflage nur noch Pro heißt. Pro 3. Das wäre absolut vorstellbar. Ja, das war also mein kleiner Report dann jetzt final fertiggestellt von mir für euch. Ich freue mich, dass ihr das ganze Video bis zum Schluss angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen kleinen Daumen nach oben da. Freut mich immer drüber. Ja, und ansonsten bleibt mir nur euch zu wünschen, dass ihr alle gesund bleiben sollt. Habt viel Spaß, unternehmt was Schönes mit euren Drohnen, mit euren Actioncams. Geht raus, sucht schöne Motive und macht einen schönen Vlog darüber. Da freuen sich auch andere drüber. Ja, und sonst sehen wir uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also bis dann, euer Matthias.